So, willkommen zur nächsten Folge. Ja, es ist immer noch dunkel. Bei mir sind natürlich der liebe Jojuka vom Tal Hallo. und unser lieber Herr Salentin. Moin moin. Ja, und ich denke, jeder macht erstmal da weiter, wo er aufgehört hat. Du findest deine Mine wieder? Ich weiß grob, wo sie ist. Ja. Aber ich bin noch zwei Felder ran. Ich muss jetzt eigentlich nur noch anfangen zu graben, wenn ich das richtig sehe, oder? Das denke ich auch, Dann ja. ja. Da musst du eigentlich sogar nur die oberste Schicht wegtragen. Gut, aber Ja. vorher brauche ich was zu futtern, also Äpfel, Unten Lava in ins der Lager. Kiste, genau. Ja, und ich hol für den Hochofen, für den normalen Brennofen, die ersten 200 Lehm. Und ich werde jetzt mal meine in der letzten Folge gesammelten Kräuter mischen und gucken, ob ich Naphtha für Fackeln für uns rausbekomme. Ah, dann wird das heute eine Erklärfolge in Sachen Kräuterkunde. Ja, was gibt's da groß zu erklären? Man nimmt sich seine Kräuter, fügt die ein und ne, kommt was raus oder auch nicht. Was noch interessant zu wissen ist für unsere Zuschauer, jeder von uns kann seine eigenen Kräuter sammeln, die vom Namen her gleich sind, aber bei jedem von uns haben die Kräuter unterschiedliche Eigenschaften. Das heißt, beispielsweise, wir brauchen nachher sehr viel Flux, also wir haben es eigentlich auf unsere Fluxpflanzen abgesehen, weil wir die zur Mortelherstellung brauchen oder zur Stahlherstellung. Das heißt, unsere Pflanzen, die wir rauskriegen, müssen nicht bei jedem Spieler die gleichen Rezepte haben. Um mal kurz vorwegzugreifen. Entschuldige bitte. Genau. Wie man jetzt natürlich hier beim Kräutermischen sieht, ich kann am Anfang kann ich nur zwei Zutaten immer reinschmeißen. Die ganzen anderen Sachen sind nachher Spezialsachen, aber da sind wir noch weit von weg. Da kommen wir dann zu, wenn es soweit ist. Nee, erklär das mal jetzt bitte. Nein. Wenn man No. es nicht zeigen kann, ist das doof. Oh, ich sehe gerade, ich glaube, ich bin sogar so weit, dass ich drei nutzen kann. Wait. Nee, nur das dritte Feld ist schon angezeigt. Ich kann es noch nicht benutzen. Ich kann es nicht belegen. Das müsste aber kommen, wenn du 60 in Alchemie, hier in Kräuter- oder Alchemiekunde erreicht hast. Dass das dritte Feld frei wird. Ja, das ist aber noch lange hin. Bis jetzt kriege ich nur lustige Pulverchen raus, die um Willenskraft zu erhöhen. Oder Ausdauer. Beweglichkeit habe ich ja auch schon raus. Aber ich bin noch. Gerüchten aber Naphtha. Ja, ich bin ja bescheiden. Ich bin mit drei Naphtha wäre ich ja vollkommen zufrieden. Drei Naphtha für drei Charaktere? Drei Fackeln? Genau das, also so sollte es sein, ja. Ich habe übrigens gerade mal nachgeguckt. Wir bräuchten auch ganz dringend wirklich die scheiß Schmiede. Weil wir bräuchten Truhen, die hier Rindentruhen fassen nämlich nur 20 Äste. Dann sind die schon voll. Kannst du die Schmiede schon bauen? Die Schmiede kann ich bauen, sobald ich den Hammer gebaut habe. Der Kannst du den Platz Hammer schon dafür ist. bauen? Auch ja, das mache ich gleich, sobald ich mit den Bauarbeiten fertig bin. Wie gesagt, ich habe jetzt die Okay. ersten 180 Lehm geholt von 400. Und dann schauen wir mal weiter. Hast du denn schon das erste Erz rausgeholt? Nein. Ich wundere mich, wieso ich das nicht in den Mörser schmeißen kann. Das sind Erbsen und keine Kräuter. Ich stehe hier da wie so ein Idiot. Aber ich habe zumindest schon mal ein Feld in den Boden reingegraben. Dann müsstest du das Eisenvorkommen eigentlich als nächstes sehen können. Ja, wenn ich jetzt noch ein Feld wegkriege, dann ja, wahrscheinlich. Ich weiß jetzt nur nicht, ob ich. Ich müsste nach unten graben, theoretisch, ne? Oh, das war dumm. Also jedes Kraut hat hier drei Fähigkeiten, aber irgendwie finde ich hier keine, die irgendwie nur ansatzweise zueinander passen wieder. Du Das weißt ist doch, unfassbar. Alchemie ist der Strafjob des Spiels. Wird aber Okay. am Ende sehr viel benötigt. Da gibt es aber viele Strafjobs in den Spielen. Ja. Eisenschürfen. Boden Ja, das geht planieren. ja noch. Barock, einmal für mein Verständnis. Ich stehe auf einem Feld, auf dem ich in zwei Felder Radius ein Eisenvorkommen entdecken kann. Ja.
Wie finde ich jetzt raus, ob das unter mir ist oder irgendwo im Meter von, im Umkreis von zwei Feldern neben mir, unter mir? Also du stehst jetzt auf dem Feld und im Zweifelderumkreis soll das sein. Ja. Ja, da gibt es eine ganz einfache Technik. Buddeln. Du weißt nicht, ob es zwei Felder vor dir ist oder ob es halt direkt dann unter dir ist. Das kannst du so einfach nicht rausfinden. Ich könnte aber vielleicht auch einfach ein Feld nach links gehen und dann nochmal auf zwei Felder Radius gucken. Ja, bringt dir dann nur herzlich wenig, wenn es dann genau nochmal unter dir genauso ist, ne? Der. Ja. Weil eine Erzader ist ja mehrere Felder. Ja. Schon verstanden, ja? Ich hatte gerade Ja. einen logischen Erguss. Lass mir den bitte. Und da ist schon wieder kein Erz mehr. Ein Feld daneben ist keins. Nein. Okay, dann lauf mal ein Feld in die andere Richtung. Und Also meine entsprechend Zuschauer natürlich zwei konnten, von da, wo du standst. Entschuldigung. jetzt sehen, das erste Fachwerkhaus bzw. das erste Fachwerkhütte steht, nämlich die aus Lehm. Wie, hast du jetzt doch eine Lehmhütte gebaut? Ich wollte die Lehmhütte, ihr beide kriegt die Holzhütten. Wollten wir uns nicht auf ein Stil einigen? Eigentlich schon. Ah, wer braucht Absprachen? Völlig Das unnötig. hast du jetzt gesagt. Er hat es gesagt, du hast es ausgeführt. Ich sehe gerade, ich habe sogar noch Lehm gebunkert gehabt. Ich gucke gerade bei den ganzen Baustellen durch. Wobei, die lasse ich drin. Barock, kannst mal herkommen. Bestimmt, wenn ich wüsste, wo dann hier ist. Ich komme einmal dahin, wo wir uns getroffen haben. Warum bin ich so langsam? Ach so, 140 Überladen. Steine. Da war ja was. Ja, ich mache die zweite Laufrunde zur Legung, zur Lehmgrube. Also bei den Fachwerkhäusern im Bereich Zimmern, da lasse ich mich gerne auf Holzhäuser an. Weil die sehen echt besser aus. Auch wenn wir dafür den ganzen Wald abholzen müssen. Ah, da bist du. Wenn du dich jetzt auf mein Kraut stellst hier, ne? Was Welches wird das da? Kraut? Versuchst du mein Kraut zu vertrampeln? Ja, Ich hau dir aus dem. au! Nicht Hau schon ab! wieder! Hast du eigentlich immer noch die Wunde? Nee, aber ich hätte fast wieder eine gehabt. Der hat mir schon wieder eine reingehauen. Ja, du hast den Streit angefangen. Ich bin doch nur gehüpft. Herr Barock, ich empfehle dafür die Sichel oder die Schaufel. Ich will ja nicht gleich ein Auge auskratzen. Also, hier direkt auf dem Feld, wo ich gegraben habe, finde ich im Ja. 2 Meter Radius Erz. Ja. Wo ich jetzt stehe, nicht. Ja. Im 2 Meter Radius. Und wenn du hier stehst? Please hold the line. Nein. Auch nix. Nein. Und wenn du hier stehst? Nein. Und in diese Richtung? Da ja. Hier findest du. Müsste, habe ich jedenfalls gerade. Ja, dann guck. Jetzt nicht mehr, warte. Warum nicht? Wahrscheinlich die Augen schon müde von dem ganzen Gesuche und falsch gelesen. Herr Barock? Hier finde ich auch 4 wieder. Ja, dann wird es irgendwo wahrscheinlich hier zwei Felder unter diesem Feld sein. Vermute ich jetzt mal. Das heißt, du wirst wahrscheinlich irgendwie erstmal runtergraben müssen im Kreis oder so. Oder ich gehe einfach hier zurück und grab mich gerade rein. Kannst du auch versuchen. Ich weiß nur nicht mehr, ob du es von hier kannst, weil du da schon gegraben hast. Nicht, dass Ja. nicht wegen Terraforming-Blocken oder so könnte sein. Ich probiere es einfach mal. So.
Könntest du mal kurz zu meiner Baustelle runtergehen und mir sagen, wie viel Wasser der Brennofen braucht? Wo ich mit 20 Wasser auskomme? Ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt reingucken kann. In die Baustelle müsstest du reinschauen können. Nein, konnte ich auch nicht. Weil mir Skill fehlt. Ugh, okay. Leider. Ich kann es gerne versuchen, aber ich glaube, das geht nicht. Weil ich glaube, du kannst nur die Baustellen auch öffnen, wenn du die passende Fähigkeit dafür hast. Jetzt muss ich überhaupt erstmal... Ah, da. Ein Haus. Gut. Ja, das ist jetzt ein schöner Orientierungspunkt, oder? Auf jeden Fall. So, was wolltest du wissen? Die Baustelle, ganz hinten links. Im Brennofen. Den Brennofen, ja. Mhm. Kannst du da reinschauen? Ja, kann ich, tatsächlich. Wie viel Wasser? 10 oder 20? 20. Gut, dann habe ich genug dabei. Jetzt sammle ich gleich noch 30 Fasern. Was für meine Zuschauer wieder eine sehr interessante... Aktion sein sollte. Dass die Kräuter nicht immer alle gestapelt werden, das macht das echt unübersichtlich teilweise. Aber das Problem ist halt, dass du da immer verschiedene Qualitäten zwischen hast. Und für jede Qualität macht ihr ein eigenes Feld wieder auf. Leider. Aber sie haben ja schon einige Komfortfunktionen wieder eingebaut, die es vor ein paar Monaten noch nicht gab. Ich sage bloß Kohle, Masse. Ja, auch dass das beim Suchen jetzt geht und so, dass du Masse suchen kannst, das ist gut. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das schon erwähnt hatten, aber früher musste man für jedes Stöckchen, was man vom Baum abgebrochen hat, oder für jede Pflanzenphase, die man vom Boden aufgenommen hat, jedes Mal die Aktion ausführen, sammeln, Stock abbrechen. Oh. Ja, heute kannst du das machen und dann mal eben AFK gehen und dir dein Armbrot fertig machen. Ohne, dass das auffällt. Kommst wieder, bist du voll. Müsste doch auch beim Fischen funktionieren, oder? Das funktioniert bei allen Tätigkeiten jetzt. Das ist ja gut. Wer von euch hat meine Mine versteckt? Hä? Ach, da ist sie. Danke. Minen können wir, habe ich nicht in der Tasche. Oh, jetzt konnte ich das Kraut nicht einsammeln. Das ist ein hartnäckiges Kraut. Oder ein schlechter Skill von dir. Ich bin bei 91. Dann ein schlechter Skill. Bei 92 funktioniert's. Ja, tatsächlich. Du hast schon 91 Kräuterkunde. Ja. Alter. Wenn man die ganze Zeit nichts anderes macht, ne? Ich sammle seit 20 Minuten Kräutern und hau die in den Mörser zu kaputt. Also... Ja, und ich fange jetzt an, 30... Pflanzenfasern zu sammeln, damit ich heute noch den Brennofen fertig kriege. Und die Qualität ist unterirdisch. Das ist schlecht. Wildpflanzenfaser mit Qualität 10. Es könnte schlimmer sein. Ja, es könnte 9 sein. Das stimmt. Aber dadurch kriege ich meinen Naturkundewert natürlich auch gut hoch, wie man hier im Skillsverlauf sieht. Das heißt, ich kann demnächst anfangen, gute Setzlinge aus den Bäumen zu ziehen. Ich sehe das Eisen. Man wird stärker durch Kräuter sammeln. Oh, ich werde intelligenter, weil ich Gras pflücke. Ja gut, ne? Moment. Habe ich das gerade richtig gehört? Du hast Eisen gefunden? Ich habe doch gerade gesagt, ich kann das Eisen sehen. Das ist geil. Dann wird das wirklich Zeit, dass ich die Brennöfen fertig kriege. Das Problem ist jetzt gerade noch... Ich habe Blöd gegraben und muss gucken, wie ich aus dem Loch wieder rauskomme, wenn ich es abgebaut habe. Okay. Hast du dich selber eingegraben? Nee, jetzt gerade noch nicht, aber ich bin noch nicht reingesprungen. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, ich komme da nicht mehr raus. Möchte ich es mir angucken, was du da oben gebaut hast? Ja, nö. Dir ist klar, dass wir dich tierisch auslachen werden, wenn du da reinfällst und nicht wieder rauskommst. Er
könnte die Steine abbauen aus der Wand und unter sich aufschütten. Dann könnt ihr auch wieder raushüpfen. Nein, das Terrain ist vom Terraforming geblockt. Du kannst unter dir nichts abladen im Stollen. Richtig. Dann darfst du beten. Ja, stimmt, das geht noch, ja. Ja, toll. Dann spawne ich aber random irgendwo auf der Map, weil ich noch kein Zuhause habe, wo ich dran gebunden bin. Das ist schade. Das geht nicht optimal. Aber es ist besser, wieder drin feststecken. Ja, toll, danke. Ja. Jeder schafft sich seine eigenen Probleme. Ja, ich habe jetzt auf jeden Fall durchs letzte Kräutersuchen so viele Kräuter verschiedene gefunden. Das ist richtig gut. Dass du nochmal versuchst, Nafta herzustellen. Ja, gleich. Ich sammle die erstmal alle ein hier. Ich habe hier auch wieder ein Level 2 Kraut gefunden. Oh. Also die mit den roten Blüten. Oh, ich habe ein Ereignis. Ernsthaft? Wie heißt das Zeug? Curva Manus? Also ich weiß, was Curva heißt und das ist nicht nett. Zwei Felder neben der Stelle, wo ich ursprünglich gegraben habe, versuche ich mir jetzt eine Treppe reinzubauen und finde Erz an der Oberfläche. Manchmal fühle ich mich verarscht. Oh Mann, ey. Ich könnte jetzt singen, aber ich glaube, dann verliere ich Abonnentenzahlen. So viele hast du doch noch nicht. Nein, ich habe letztes Mal tatsächlich einen Abonnenten dazu gekriegt. Ich bin jetzt bei zwei Abonnenten. Ich hoffe natürlich, es wären noch mehr. Wir wollen ja irgendwann Profi-Abonnenten werden mit 10.000 Zuschauern. Ja. Wenn Weihnachten und Neujahr auf den Tag fällt, dann kriegen wir das hin. Also wenn ich gerade so auf den Kalender gucke, das ist dieses Jahr, ne? Was, dass Weihnachten und Neujahr auf den Tag fällt? Ja, wurde gerade so beschlossen. Jetzt schmeiße ich schon das Eisen weg, verdammt. Na gut, ich glaube, ich versuche doch nochmal, ob ich jetzt ein bisschen Nafta zusammenkriege. Na, wenn ich Eisen finde, kriegst du auch Nafta. Passieren doch noch Wunder in der Welt. Jedenfalls in dieser. Ah, man soll es ja nicht dran glauben. Yuyuka, hast du dir schon eine Stelle rausgesucht, wo ich das Eisen abladen kann? Oh, ein Haus. Ja, hinter meinem Haus. Hier, wo ich jetzt gerade hüpfe. Hier ist ein Feld, wenn du mal beobachtest, auf dem Fußboden. Weil hier, wo ich jetzt gerade laufe, die beiden Felder, da kommt die Schmiede hin. Sprich, der Platz hier, wo ich jetzt hüpfe, der ist frei zum Abladen. Also ich habe jetzt ein Kraut gefunden, aha, und das bringt mir zwei Sachen, die ich nicht haben will. Das tue ich dann natürlich beiseite und tue ein anderes wieder rein. Klingt logisch. Ja, ne, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann Nafta rauskriege, ist nicht so hoch. Der erste Brennofen steht. So, jetzt gehe ich eben hoch zum Felsen und hole mir noch ein paar Feuersteine, damit ich den schönen Hammer bauen kann. Wie viel brauchst du? Wie viel Stein brauchst du? Ich brauche eigentlich keinen Stein, ich brauche Feuerstein. Wie viel? Ich glaube, ich habe genug. Ich habe gerade gesehen, dass in dem Ofen auch noch Feuerstein war. Primitiver Hammer. Ach. Reicht, ich brauche noch drei Pflanzenfasern. Die kann ich dir nicht geben, da brauche ich selbst. Man kann ja Masse produzieren. Meine Spitzhacke ist nämlich auch gerade flöten gegangen. Da war einer von Barocks Kräuter mit zwischen. Du harzer Haus, meine Kräuter? Ja, Entschuldigung. Da steht Todesstrafe drauf. Ja, er hat mich schon geschlagen, ich bin nur drauf gesprungen. Was macht er mit dir, wenn du die zerhackst? Jetzt sind seine Kräuter Pflanzenfasern. Und jetzt sind die Pflanzenfasern eine primitive Axt. Nein, warum habe ich jetzt eine primitive Axt gebaut? Ich wollte einen primitiven Hammer. Scheiße. Das ist Karma. Das kommt, weil du meine Kräuter zerkloppt hast.
Ich finde kein Kraut, was hier Nafta macht. Das ist doch zum Mäusemelken. Ich könnte es ja mal versuchen. Mäusemelken? Mir fehlt die Kräuterkunde. Er gehört, Mäusemelken soll verdammt schwer sein. Tja, anscheinend einfacher als Nafta herstellen. Jetzt aber. Ich sehe es positiv. Habe ich eine zweite Axt, wenn mir die erste kaputt geht, wenn ich den Wald hier anfange abzuholzen. Oh, ich habe ein Gift hergestellt. Na, mal hin. Oh, oh. Herr Saltin? Wir sollten uns eventuell nochmal überlegen, ob der Alchemist das Kochen übernimmt. Richtig. Ach, du hast meine Kräuter ja nicht zerhackt. Das war jemand Bestimmtes. Wuhu, sicher. Muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht den richtigen Apfel esse? Oh, das merken wir schon. Ich baue dir auf den Glassack. Esse ich Schneewittchen? Ja, manchmal zickst du so, ne? Also wirklich. Oh, noch ein Gift. Böse. Ich muss jetzt für 10 Leben nochmal zur Grube hochrennen. Nein. Doch. Aber erstmal werde ich jetzt an Saltins Berg gehen und seinen ganzen Schotterhaufen ein bisschen abtragen. Ich brauche nämlich 50 Formsteine. Soll ich dir die machen? Nee. Ich glaube, das müsste mit in meinen Handwerksbereich mit reinfallen. Dadurch, dass du ja deine Steine hier so schön fein säuberlich überall verteilt hast. Toll, ich darf sie nur aus dem Berg hauen und du kannst sie nutzen? Tja. Super. Ja, ich werde mir nachher hier auch die ganzen Steine wegholen, wenn ich anfange, die Straße zu pflastern. Irgendwie stelle ich nur Gifte her gerade. Nein, das glaube ich jetzt nicht. Doch. Die Schaufel ist tot. Jetzt geht mir zum Ende einer Folge geht mir natürlich das ganze Werkzeug im Klump, ey. Ich sag ja Karma. Oh ja, wir sind schon bei ziemlich weit. Bei ziemlich weit. Über 22 Minuten. Steht auf deinem Timer gerade 21 Minuten bei ziemlich weit. 22 Minuten. Zu spät. Okay, dann sollten wir uns jetzt eben sammeln. Aber schon wieder sammeln, ich habe doch gar nichts geschafft. Tja. Vielleicht aber es wird Tag. Es wird schon wieder Tag. Vielleicht sollten wir die Folgenzeit dann erhöhen. Auf eine halbe Stunde? Nee, das wird zu viel. Treffen wir uns wieder auf dem Berg, wa? Ja, Moment. Ich schleiche gerade vor mich hin, ich muss mir eben was wegschmeißen. Beeil dich, die Zeit läuft. Ja, ich sehe dich doch schon. Aber es wird auch langsam wieder hell, dann brauche ich ja keinen Nafta mehr suchen. Da könntest du ja anfangen, wieder Erbsen zu sammeln. Aber jetzt möchte ich mir erstmal die Mine anschauen, die er gebuddelt hat. Die ist ganz woanders. Echt? Ja. Oh. Nein. Doch, wir können uns gerne bei der Mine treffen, wir können eben hier runtergehen und schon so wieder. Nein, können wir nicht. Ihr könnt sie von da aus sehen. Nein, hier oben ist besserer Ausblick. Das stimmt. Okay, ich bleib unten. Wir sehen ein nebliges Meer. Stimmt, wir haben Bodennebel. Auf einem Berg. Ich sehe euch. Ja, ich habe Hunger. Das ist eine gute Idee. Ich esse jetzt eine Runde Stein. Ich esse jetzt einen Keks. Oh, meine sind schon leer. Aber du kannst gern schon mal abmoderieren. Stört nicht beim Essen. Okay. Ja, dann. Ja, das war das große Kräutersammeln. Würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.